Moin, hi, also nein, Mads Play, geht ja natürlich präsentiert von mir, Mad, hi, und Sandstocher, von aacs.lu, all about Computer Solutions, alles was mit Internet Hosting an Computern zu tun hat. Jo, wieder an der letzten Folge gestern, wenn sie gestern geguckt hat, hören hat, machen ich los eine kleine Storyline für Graf. Das hat er schon eigentlich hier an einem Schmuggler, den wo ich mal den Dinge geholt dann der Wookie. Hallo, ich schon mein zweiter Gefährten. Ich weiß nicht, schon, wie lange das Ganze dauert. Jo. Und locker um mal mein Rivale. Tschüss, falls ich den Ding gern hätte. Mein Begleiter. Jo, wie sehr guckt, schon klang nicht. Mau. LOL, das soll Kopfgeldjäger sehen. Die frisst sich auf der Butterschmier. Misin, hab, fort. Misia, so high. Ihr habt Tiresias Lokai am Leben gelassen, Vibo. So machen Kopfgeldjäger das nicht. Ja, ko kuchi rati tud muta meskocha. Tula musta wo grani tampio tu pushi wompa. Piska ku palia pitie potenia go. Was für einen Sinn hat das, wenn ihr auf Tatooine lebt? Kulirado kanki kun cha skrunki. Zugnanki he chalangton ima chechu Tung mi cha kolkata maji ta. Komm. Die Party ist vorbei, Vibo. Einfach. Und da. Yo, Alan, du hast Rhythmus am Blut. Yeah. Ja, für dich mal als Rivalen ausgeschaltet. Jeha! Ja, man hat im heutigen Match auch dann ein paar Cuts, was ich normalerweise nicht mache, weil ich ihm nicht viel davon erhalten. Ja, in dem Fall aus die Vision. Ja, mal zum Schwätzen. Ich werde auch wahrscheinlich nicht schwätzen, das werde ich schwätzen. Ich bin doch nur eine Tänzerin. Schreib mal an. Ich suche die Herrin der Qualen. Weißt du, wo sie ist? Ich habe schon einmal für sie getanzt. Sie war schrecklich. Die Herrin der Qualen betreibt hier in der Nähe ein Geschäft. Ein ganz mieser Teil der Wüste. Ihr könnt es nicht verfehlen. Okay. Nimm den Rest des Tages frei. Wir besuchen also die Herrin der Qualen, was? Könnte ganz interessant werden. Ich gehe wieder auf die Feuchtfarm meiner Familie. Star Wars aus Apfel freigehen, hm? Ich weiß es aktuell nicht. Jo. Und dann gehen wir noch heraus, dann weiß ich auch noch, wo die komisch Dingen Herren der Qualen. Du hast halt viel sogar noch. Wie kann ich das noch nicht wissen? Also, das du. Und du winkst, muss man da loh heiß lernen. Und dann erst wie du hast dann in Dingen. Jo, dann sehen wir uns direkt drauf. Und hier sind wir darum, ungewinnt, dass es schneiden mir, das ist so. Was jetzt Story besser in Welt 4 bringen. Also, dann, ich sehe da ein Wusch sehen, ich sehe da, wo ich denke, das gehen wir daran. Aber wo ich die Storyline oder die Quest habe für dich gerade gemacht, so und ich dachte, what the fuck? Und ich mal gedacht. Und ich sehe doch noch viel weiter. What the fuck? Gedürt. Du Asshat. Herrin der Qualen. Guck mal sie mal un. Und dann, was dafür wert? What the fuck? Ich kann euch doch sicher etwas anbieten, Herrin. Einen HK-Attentäter-Droiden, frische Sklaven direkt von Ryloth? Die habe ich schon. Verschwendet nicht noch mehr meiner Zeit. Hm.
Miau! Was ist los, Tiresias? Könnt ihr euch diesmal etwa nicht loskaufen? Oh nein, nicht schon wieder. Tiresias? Wartet, ihr seid doch... Nein. Schande über euch, ihr mieser kleiner Devaronianer. Ich bitte aufrichtigst um Entschuldigung, Herrin. Nun, da ihr wisst, dass ich der zu Recht so berühmte Tiresias Lokai bin, kennt ihr auch meinen Hintergrund. Ihr müsst mir helfen, diesen Kopfgeldjäger zu eliminieren und Tatooine zu verlassen. Ich bezahle euch natürlich großzügig. Es wäre unhöflich, sie zu eliminieren, ohne ihr Gegenangebot gehört zu haben. Also? Arr, je sais tu vas, mais... Wow! Kann ich gut. Was wollt ihr, Herren? Oh, meine Lieblingsfrage. Ich liebe Schaukämpfe. Für heute ist einer angesetzt, aber ich habe meinen besten Kämpfer verloren. Wer mir meinen Kämpfer ersetzt, kann von mir jeden Gefallen einfordern. Boah. Das kann ich wahrscheinlich nicht so erfordern, das war... Das ist die Story nicht so schön. Und ich sehe auch nicht. Schon besser. Wow. Abgemacht. Ich bin euer neuer Kämpfer. Herrin, das ist ein schrecklicher Fehler. Seid keine Närrin. Närrin? Wachen, nehmt Tiresias mit. Und entfernt ihm die Zunge. Die braucht ihr ja nicht. Oder? Sollen wir rasch sein. Wenn ihr sie haben wollt, dann nehmt sie euch. Danke. Ich behalte sie als Beweis, dass er hier war. Wachen, bringt Tiresias in Sicherheit. Und passt auf, er ist gerissen. Ihr werdet noch von mir hören. Ihr beide. Euer Gegner ist im Raum nebenan. Wenn ihr bereit seid, kommt zu mir und meinen Gästen. Was ist schon immer bereit? Ich kann ja schon. Wow! Ich kann ja schon so Wege vor, Wege fahren, ich gehe auch vor. Wow! Wie gesagt, auf wie viel hast du das Spiel? Hm? Wunderbar. Viel Dargun, hier ist mein neuer Kämpfer. Ein Kopfgeldjäger? Sowas reißt Borger in kleine Stücke. Nicht wahr, mein feiner Junge? Oh, schon so stark. Hebt ihr das für den Kampf? Möge der bessere Kämpfer gewinnen. Guck mal, wie das geht. Cool. Schloss auf Speck, Coach. Wir sind viel wert. Ah, denn der... What the fuck? Hat ja relativ viel Hitpoints, wenn so guckt. Jo, komm, hab. Guck mal, direkt Rhythmus. Oh, kleinen Schwingschein. Hol mal tun einfach mal. Ich brauche zwar nicht mehr. Ich hol einfach mal. Yo. Hol mal das raus aus dem Suit. Das staut sich an mir. Nicht gesund. Hat gedacht. Borger, mein lieber kleiner Junge. Köstlich. Für einen Moment dachte ich, dass Borger euch töten würde, Kopfgeldjäger. Hä? Hey? Er hat gekämpft wie ein riesiger, dummer Wilder. Er hatte keine Chance. Es ist noch nicht vorbei, Herren. Ich komme wieder mit einem neuen Kämpfer. Das hoffe ich, Fehl. Unsere Begegnungen bereiten mir so viel Freude.
Küsse. Herrin, Tiresias ist entkommen. Er hat uns mit einer Betäubungsgranate erwischt. Ich habe doch gesehen, wie er entwaffnet wurde. Woher hatte er diese Waffe? Eins von seinen Hörnern war nur eine Attrappe. Darin hatte er die Granate. Bitte verkrüppelt mich nicht. Es ist nicht meine Schuld. Ihr seid eurem besten Kämpfer etwas schuldig, Herrin. Ihr solltet bezahlen. Jemand hat doch wohl gesehen, wohin Tiresias gegangen ist, oder? Er hat ein Swoop-Bike und einen Hyperantriebsregulator gestohlen. Er könnte inzwischen überall sein. Aber ich werde ihn finden. Die Swoop-Bikes sind mit Peilsendern ausgestattet. Als Vorsichtsmaßnahme gegen diebische Javas und dumme Wachen. Ich sehe mal nach. Ah, hier ist er. Das gestohlene Swoop-Bike hat bei diesen Koordinaten mitten in der Wüste angehalten. Also wenn Tiresias einen Hyperantriebsregulator gestohlen hat, versucht er vielleicht sein altes Schiff zu reparieren, dass das abgeschossen wurde. Hm, du warst ja so ein bisschen aus, heißt Mädchen. So wie ich Tiresias kenne, habe ich nicht viel Zeit, um ihn zu schnappen. Wenn ihr ihn habt, dann tut ihm bitte von mir weh. Sehr weh. Wo ist mein Gefalle, wo ich aufhören kann? Hm? Ah, ich meine, da... Nee. Hm? 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 Verstanden? Einfach nehme geile Kleidung. Das könnt ihr kriegen nach Shada. Hat ihr auch gewusst, wo ihr schon den E kriegt. Und ihr könnt auch verschiedene kaufen am... Aha, und ich immer den Token handeln. Könnt auch mein Shadow-Set kaufen. Schade, verzweifelt sich aber nie von... Wo muss ich hin? Mir muss ich da hin. Test, mir ging das an high wärmerem. Also, da haben wir die Fluchtpunkte drin. Und dann sind wir high land, schon mal schon ein bisschen durchkämpfen. Gucken, ob noch los normal durchkommen. Jo, das geht's. Hm. Und dann. Sehen wir los. Und mal hier also auch noch ein bisschen durchzukämpfen. Jo. Das ist eine Bonusmission sogar. Wie immer logische Werte gesehen an paar Sekunden. Und wie viel darf man killen? Watching that geht. Wie der festgestellt hat, sind sie ein bisschen mehr heavy für mich aktuell. Für was? Also ich glaube, das ist ein ganz einfacher Grund. Falls wir mit dem Niveau sehen. Da waren schon Toten. So einfach ist das. Jo. Hm. Jo. Da. Wie geht mein Gefährt, mein nächster Begleiter? Hm. Schluss nächst du noch um Dingen tappen. Ja, wie wir hier heute besiegen, das ist auch relativ witzig. Hä? Hat die Welle? Ah, okay, den habe ich, gepackt. LOL! LOL! Okay. Zuerst muss ich noch bis mir auf Top Tatooine kommen. Jo. Wie gesagt, das... Das ist wirklich... Ja, das ist nicht schlecht. Die Story fand ich wirklich gut gemacht von ihm. Junge, hi. Stirb.
Jo. Ah. Aber die könnt noch mal schreiben, weil ihr von dem ganzen Let's Playen halt an von denen unsäglichen YouTube-Kanalen an der Landschaft, wo Menge sie kennt, zu spielen. Sag mir einfach mal, was ihr davon erhält. Schlecht, gut, Daumen rauf, am besten für mich immer natürlich. Hm. Wohin des Weges, Tiresius? Nirgendwohin mit all den Dünenratten, die an mir kleben. Danke für eure Hilfe. Ist doch sicher alles startklar? Ich habe die Berechnung viermal überprüft, Herr. Mit den Schilden auf Minimum. Ja, ja, schon gut. Dann müssen wir nur noch unseren Freund hier loswerden. Am besten, man nimmt alles selbst in die Hand. Eröffne das Feuer, NK! So, hin, Mom, und so. So. Schön einfach mal, weil ich es kann. Alles mal so. Bam! MK besiegt. Hühü. Schild. Sieht er, wenn der Ding auf meinem Niveau aus, dann ist doch schon viel mehr spannend. Ja, und da schwätzen schon besser mal noch während dem Kampf. Obwohl, ne? Ja, die Toten, die kriegen die Recht von ihnen ab Kapitel 2. Zeit, dass ich von ein Kapitel 2 mal zwei andere machen am Platz. Jede Ritter und eine Botschafter. LOL! Also. In Ordnung, ihr habt gewonnen. Ah, kommt ein Geschäft vor. Ja. Es gibt nur eine Sache, die ich will. Euren Kopf. Her, meine Kleinen, es gibt Butter. Wie gesagt, Story. Welche Krähen aus. Nicht schlecht, das ist wirklich nicht so schlecht schnell drin. Das ist wirklich ein hartnäckiges Kopfgeld, das du hin du. Das ist wirklich ein hartnäckiges Kopfgeld. Bitte. Zau jetzt mehr Leben wie ein Kanz. Miau! Hm? Der Witz verstanden? Der muss auch immer verlieren. Bitte auch immer gegen die Kämpfe nochmal. Das ist kein Fakt nicht zwar. Oder ich muss ein bisschen. Achso, kämpfen. Ich wusste, dass die Energie nicht zum Starten ausreicht. Hier ist Endstation für euch, Tiresius. Ihr seid der zäheste, hartnäckigste Kopfgeldjäger, den ich je getroffen habe. Jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Gebt mir Arbeit. Verschont mein Leben und ich werde für euch arbeiten. Wie klingt das? Hä? Lachhaft. Das ist der beste Witz, den ich jemals gehört habe. Das ist kein Witz. Ich habe es satt, davon zu laufen. Mein Vermögen ist weg und noch immer werde ich gejagt. Ich wünsche mir Tiresius Lokais Tod genauso sehr wie jeder andere. Was wäre, wenn ich euch erzählen würde, dass es einen Doppelgänger von mir gibt? In jeder Hinsicht perfekt. Nicht mal ein Bioscanner könnte einen Unterschied feststellen. Habt ihr eine Kopie von euch angefertigt? Ihr allein wart schon schlimm genug. Mein Doppelgänger ist schon tot, in Carbonit eingefroren. Tun wir einfach so, als wäre er ich. Sobald ich für tot erklärt wurde, stelle ich euch mein Talent, Wissen und meine Kontakte zur Verfügung. Stellt euch vor, was wir alles erreichen könnten. Zer verhandelt, Mottmann, tatsächlich. Das kann ich nicht sehen. Ich möchte euch umlegen. Ich freue mich schon lange darauf, euch endlich abknallen zu dürfen. Ich bin euch lebendig wirklich mehr wert. Ich sage es nur ungern, aber er könnte uns eine große Hilfe sein. Ich schwöre, dass ich niemals abhauen werde.
In eurem Dienst ist es lange nicht so gefährlich wie auf der Flucht vor euch. Selbst wenn ich entkäme, würdet ihr mich erneut finden. Ganz ehrlich, wer möchte diese Unterhaltung schon zweimal führen? Hm. Jemand mit euren Talenten könnte ganz nützlich sein. Großartig. Ihr werdet es nicht bereuen. Das ist mein Doppelgänger. Sollte nicht lange dauern, ihn aufzutauen. Es muss glaubwürdig aussehen. Ein paar Blaster-Einschüsse sollten reichen. Wollt ihr die Ehre übernehmen? Dat? Wir erzählen allen, dass ihr einen ruhmreichen Tod gestorben seid. Oh. Bei den Sternen, ich bin froh, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Ach. Lasst mich meine Ausrüstung einsammeln und wir können uns auf den Weg machen. Nun werde ich einen neuen Namen brauchen. Immerhin ist Tiresius Loca jetzt tot. Was haltet ihr von Gaut Renault? Ich finde, das hat was. Ist mir egal. Nennt euch, wie ihr wollt. Dann heiße ich jetzt Gaut Renault. Ein guter Name für ein aufregendes neues Leben. Warum verbringt ihr und Gold nicht etwas Zeit zusammen und lernt euch besser kennen? Ich sehe euch dann auf dem Schiff. Geht voran, meine furchtlose Freundin. Gold ist zu allem bereit. Yo! Auf für die heute dann do. Fertig zu kreieren, hat gesehen mal Gast. Wo müssen wir hin? Wir müssen durch. Auf wie machen wir das? Ich muss jetzt den Intercom benutzen. Direkt an Schiff raggebeamt. Und dann Hummer heißt Story do fertig, du gesehen das, war jo. An einem Rutsch durchgegangen. Fix, wann er bis kommt. Genius! Jo. Da waren schon noch fertig sind. Geht das Ding gerendert zu zoomen. Und dann geschwankt das Kaffee schon. Ja, muss auch ein Dosen. Push Kaffee. Eine Intercom. Alles heil. Ihr seid zurück? Und Tiresius lebt immer noch. Ihr beiden hängt wohl aneinander, was? Mein Name ist Gold. Schon vergessen? Gold Renault. Und ja, wir kommen ganz prächtig miteinander aus. Tatsächlich? Ob ich ihn töten soll? Soweit, so gut. Er ist ein berüchtigter Schurke. Ich habe ein neues Leben begonnen. Außer natürlich, es wird ein berüchtigter Schurke benötigt. Ich habe genug von sengender Hitze und Sand. Wie wäre es, wenn wir uns dem nächsten Ziel widmen? Ah, Mädchen, so einfach ist das nicht. Bist du mengs. So einfach geht das nicht. Ja, ich muss selbst gucken. Ich habe Tiresius Loci eliminiert. Das glaube ich erst, wenn ich den Scan sehe. Na, wer hätte das gedacht? Der Bioscan der Leiche passt. Du hast gerade sehr viele Verbrecherbosse sehr glücklich gemacht. Außerdem ist die Konkurrenzliste um einen Eintrag kürzer. Tiresius Loci kommt auf deine Liste. Bleib weiter so hungrig, Jäger. Wie sieht er? Also ein Verrostet. Ihn um den Eck zu bringen. Genius! Jo. Und dann. Dann fahren wir nach dem Gespräch. Angeblich so, und da wäre das, wie das Kerl gewirrscht. Das nennt ihr also zu Hause. Ein wenig dürftig, was? Seinen Zweck erfüllt es sehr gut. Ihr denkt praktisch, schon verstanden. Ich schlage ja auch nicht vor, den Rumpf zu vergolden. Ich meine ja nur, ihr könntet ein wenig Munition sparen und ein paar gepolsterte Sitze einbauen. Denkt darüber nach. Es könnte nicht schaden, diesen Blechkübel ein wenig gemütlicher zu gestalten. Ich kann euch ein paar Leute empfehlen, die eine gute Auswahl an Teilen zum Vorzugspreis haben, um euer Budget nicht zu sehr zu strapazieren.
Tja, wir können nicht alle stinkreiche Verbrecherbosse sein, aber diese Kopfgeldgeschichte ist auch nicht übel. Außerdem gefällt mir die Idee, zur Abwechslung mal der Jäger zu sein, auch wenn es ein primitives Leben bedeutet. Jo, und da gebe ich so ein, so ein Jochlo nicht mehr. Da war das, dann sehen wir uns nächstes Kehren. Und dann machen wir eben dann richtig normal Wolle-Questen. Dann, have a nice day.